Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, aber Royal Donuts hat uns ja eingeladen, um mich nochmal zu überzeugen, dass die Donuts wirklich die krassesten hier in Bergisch Gladbach sind. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, mit was sie uns überraschen wollen. Viel Spaß dabei. Yes, wie es aussieht, kriegen wir die Donuts extra frisch gemacht. Deswegen haben wir noch einen Kaffee spendiert bekommen und warten jetzt gerade hier. Ich habe mich gerade super nett auch mit dem Inhaber hier von Royal Donuts unterhalten. Auf jeden Fall netter Typ, sehr sympathisch, wir haben uns direkt gut verstanden. Und ja, wir warten jetzt hier. Ja, während wir jetzt hier warten, zeige ich euch einfach mal ein bisschen B-Roll von dem Laden hier. Checkt das mal ab, viel Spaß. Yo, wir gehen jetzt zurück zum Auto. Wir haben noch Kaffee mitgenommen, den ich in der Fußgängerzone nicht trinken kann, weil ja, Maskenpflicht. Und ich traue mich das nicht abzunehmen, weil hier überall Polizei und Ordnungsamt ist. Yes, wir gehen auf jeden Fall zurück zum Auto, fahren nach Hause und dann essen wir die nicht ganz normal, sondern wir haben uns ein kleines Spielchen ausgedacht und das werden wir dann euch zeigen. So, jetzt noch anschnallen, dann kann ich endlich mal Kaffee trinken. Übrigens echt mega großes Dankeschön schon mal an Royal Donuts. War richtig cool, mit euch auch ein bisschen zu quatschen, sich auszutauschen. Nettes Team. Vielen Dank für die kleine Kooperation mit euch. Jo Leute, wir sind jetzt wieder zurück und jetzt gibt's das Spiel. Das funktioniert wie folgt, gut aufpassen. Die Lia weiß auch noch gar nicht die Regeln. Nee. Einer von uns bekommt gleich die Augen verbunden und dann geben wir die verschiedenen Donuts an. Wir haben hier ganz, ganz verschiedene. Wir haben einmal, wie nennen wir den hier? Kokos? Ja. Wie heißt das Ding oben drauf? Das Raffaello. Ja. Raffaello, Maxi Kinder King. Maxi King. Dann hier so eine Weihnachts-Christmas-Edition, Zimtstern, gebrannte Mandeln, den Happy Hippo, dann Kinder Braino und Toffifee. Yes. Und wir müssen dann gleich erraten und dann wird Punkte vergeben, wenn jemand weiß, wie das Ganze ist. Hier haben wir nur ein Glas Wasser zum Nachspülen, das heißt, da muss man so ein bisschen, ja, bisschen haushalten mit. Ich würde sagen, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, der Verlierer darf aussuchen, der Gewinner darf aussuchen, wer anfängt. Okay. Ja, alles klar. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ich habe gesagt, ich nehme immer Stein. Okay, ja, ich will anfangen. Du willst anfangen, das heißt, ich darf dir die Augen zuerst. Genau, ich ziehe jetzt hier die Maske an. Und dann gibt die Lia mir immer die verschiedenen Dinge an. Ja. Ja, 6 Punkte können gemacht werden. Und wir saugen uns wahrscheinlich extrem ein. Was habe ich schon? Okay, ich bin bereit. Du bist bereit, okay. Ich zieh dich so brutal ab. Ich fange mal, glaube ich, mit einem nicht so einfachen an. Soll ich dir in den Mund tun, oder? Nein, in die Hand. Ich nehme den dann. Okay. Zimtstern Mandel. Ja, richtig. 1-0, motherfucker. Easy peasy, ja. Schmeckt der gut? Wie schmeckt der von der Bewertung her? Mh, das ist schon geil. Wir haben viel mehr Teig, 8 von 10. Ja? Ja, der hat einfach viel mehr Teig, nicht so viel drumherum. Deswegen schmeckt der einfach, ja, viel, viel geiler, finde ich.
8 von 10 Punkten, würde ich sagen. Nein. Hey. Dann kriegst du den nächsten. Muss ich ihn greifen? Kinder Bueno. Easy peasy. Yes. 2-0. Ich hab noch gar nichts gemacht, ja. Kinder Bueno. Ist gut. Ja, weil nicht zu viel Topping. Nicht so geil wie der mit Mandeln und Zimtstern. Aber 7 von 10 schon. Weil nicht zu viel Topping. Ist schon auf den Boden gefallen. Ganz klar. Raffaello, ganz klare Sache. Ganz, ganz klare Sache. Easy. Geil. Ist ja lecker. Ja, also auch nicht zu viel drumherum und nicht zu viel drin, finde ich gut. Aber Kokos ist halt nicht so übelst mein Fall. Aber vor allem Raffaello ist nicht so. Aber trotzdem für Konsistenz und so. Und wenn man Raffaello mag, weil es auch dezent ist, glaube ich, schon geil. Ich stehe richtig auf Kokos. Ich glaube, 7 von 10. Ich werde ihn richtig auf jeden Fall. Okay, Next Mofok 3-0. Ich weiß nicht, ob das auf einmal im Mund passt. Oh shit. Oh shit. Ja, ich fühle es schon. Das ist der Happy Hippo. Na, Blaubeeren drauf sind. Ja. Das ist schon geil. Schmeckt wie so ein Stück Kuchen wegen der Frucht. Ja. Boah, schwer, der ist echt besser. Ich finde den mit den Frucht noch besser als den ersten, finde ich. Ja, so schon 8 von 10. Weil einfach diese Mischung zwischen dem Frucht und dem. Oh mein Gott. Warte. Das ist jetzt nicht ganz so einfach. Seht ihr diese Füllung? Ich freue mich so, wenn du das gleich essen musst, du wirst dich so einsauen. Boah. Ich hab nur was da drauf geklatscht. Das ist auf jeden Fall der Toffifee. Den weiß ich schon, ohne zu probieren. Was ist das? Brauchen wir irgendwelche Tücher? Ich glaube schon. Erst am Ende. Erst am Ende, okay. Wenn wir tauschen. Was sagst du zum Toffifee? Ich mag halt die Karamell gerne, ne? Magst du gerne? Ja. Ja. Aber die Füllung ist Nutella, oder? Ich weiß nicht, war so viel Zucker gerade. Wie bewertest du den? Ja, weil es halt Karamell ist. Zu wenig Teig für mich, finde ich, aber er war schon. Willst du nicht was trinken? Nein, brauch ich nicht. Okay, weil jetzt kommt's richtig. Ich würde dir wirklich empfehlen, den nicht auf einmal in den Mund. Ist das der letzte? Das ist der letzte. Okay. Dann Leute, nehmen wir auf einmal in den Mund. Nein, oder? Mach das nicht, mach das nicht. Das passt nicht. Auf nicht. Da machst du dich hin. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ob du den jetzt mehr feierst als beim letzten Mal? Weil beim letzten Mal warst du ja nicht so angetan von dem. Das ist mir zu viel. Die ersten beiden waren richtig Killer. Also der Zimtstern war der erste. Weil man halt schmeckt. Der Teig ist halt geil. Ich finde den Teig an Donuts das geilste. Und hier ist zu viel drumherum. Ja. Oh mein Gott. Ja, hab ich schon rein. Aber ich habe alle erraten, ne? Ja, alle richtig erraten. Okay, kannst du mir das wegnehmen? Oh, du hast auch Hände. Ich habe auch die Finger voll. Wo willst du? Hände waschen. Ja. Und dann ziehen wir wieder. Und dann können wir wieder. Oh mein Kackfleck. 6 von 6 musst du erstmal aufholen, ne? Also. Okay. Ich sehe gar nichts. Bist du bereit für den ersten? Ich bin bereit. Dann gib mir am besten in die linke Hand und die andere. Nee, wir sind dann zum Essen. Da fällt schon irgendwas, bröckelt schon runter. Okay, ich glaube, das ist nicht so groß. Kann ich das auf einmal essen? Ja. Ich genieße das immer so. Das müsste der Kokos sein. Ah, okay, das ist richtig. Sehr, sehr lecker. Der ist wirklich so noch recht dezent. Oh nein, nicht die Spritze. Hast du reingespritzt? Hast du in den Donut? Was war das denn sonst? Das muss die Spritze gewesen. Ich habe in deine Hand gespritzt. Hast du gar nicht. Bist du bereit für den nächsten? Ja, ich bin bereit. Wo ist er denn? Oh mein Gott. Der ist voll schwer. Was ist das denn für ein dicker Brocken? Ich glaube, ich fühle es schon. Oh mein Gott. Ein bisschen was daneben gelandet. Mm.
Maxi-Film. Ja, ist auch richtig. Mm. Das war dein Liebling, ne? Boah. Mm. Fandst du irgendwie am allerbesten. Der ist echt Hammer. Mm. Ja, sieht gut aus. Deine Hände. Willst du was trinken? Mhm. Machst du das? Hier. Ja. Findest du das schwer? Nee, bisher noch nicht. Okay, bereit? Weil wir vorher wussten, haben die ja vorher gesehen, ne? Ja, ich bin bereit. Ich weiß gar nicht, wie viel nehmen soll. Hm. Ich muss noch kurz überlegen, wie er heißt. Ist das Kinder Bueno? Ja. Hm. Shit, er ist zu leicht. Ich kann nicht gewinnen. Hm. Wow. Richtig lecker. Kinder Bueno ist nicht schlecht, ne? Mega lecker. Mandel? Ja, weil einfach, weil die gebrannten Mandeln schmeckt man krass raus. Richtig gut. Wow. Okay, das ist wieder ein Riese. Ah, Karamell. Spüre ich schon in der Hand. Hast du jetzt ernsthaft in den Karamell und Nutella reingespritzt? Vielleicht. Boah, das ist viel zu süß, beides in Kombination, oh mein Gott. Mm. Mhm. Karamell, ne? Zuckerschock. Mm. Aber nicht so schwer zu erraten. Mhm. Ja. Ist schon der letzte. Ist der letzte? Oh nein. Ja, ist schon vorbei. Wo ist er denn? Okay. Oh mein Gott, wo soll ich denn hinpacken? Was ist das? Das fühlt sich so komisch an. Was hab ich schon? Ja. Ist der Happy Hippo? Ja, shit, unentschieden. Aber ich hab überall was am Mund kleben, glaube ich. Hm, warte, ich nehme dir mal ein Ding hoch. Okay, Leute. Ja, wir haben alles erraten. Es war leider zu einfach. Happy Hippo und der mit dem Zimtstern war auf jeden Fall mein Favorit. Bei dir bleibt Maxi King, ne? Ja, ich fand den Kokos richtig, richtig geil. Ich glaube, der Kokos war mein Favorit. Also Royal Donuts hat auf jeden Fall gewonnen, wollten mich ja überzeugen, dass sie doch die krassesten Donuts hier in Bergisch Gladbach machen. Und wie gesagt, die krassen hier, ne, ist wirklich nicht so meins, aber die mehr Basic-Varianten fand ich richtig nice, weil wenn du hier den Teig siehst, ich will den unbedingt essen noch. Können wir da mal was reinspritzen? Nein. Der muss so bleiben, die sind gut so. Sollen wir, komm, jeder isst noch einen Donut. Aber ich möchte einmal eine Spritze ausprobieren. Weil der hat keine Füllung. Weißt du, welches diese Lotus-Füllung ist? Ich würde sagen, das. Soll ich das reinspritzen? Meine Hände sind besser. Also man macht das irgendwie so. Wow, mach mal Stopp. Ja, es sieht gut aus. Es sitzt da drin. Und jetzt probiere ich einmal Kokos mit Lotus-Füllung. So. Mm. Mhm. Ich muss den Zimtstern. Für mich hätte es sogar ohne Zimtstern gereicht, obwohl ich Zimtstern ziemlich geil finde. Und ich esse jetzt den. Wie heißt der hier nochmal? Raffaello, würde ich sagen. Ja, Raffaello. Okay, Leute. Ja, leider nur unentschieden geworden. Nächstes Mal müssen wir ein bisschen schwerer machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf Donuts habt, schaut mal bei Royal Donuts im Winter vorbei. Mhm. Mm. Und lasst euch ruhig ein bisschen beraten, weil jetzt war es für mich persönlich besser, als wir es selber ausgesucht haben. Ja, das stimmt. Und ja, geht morgens früh hin, dann sind die richtig frisch, richtig geil. Der Teig ist noch voll fresh. Wir müssen jetzt hier mal aufräumen, die Lia sieht aus wie Oh nein. Ja, wir machen mal schnell die Kamera aus, bevor es noch eskaliert. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.